Willkommen zurück zu Victoria 2, in der Zwischenzeit mit dem Norddeutschen Bund. Und wir werden Krieg führen. Gegen die Dänen. Der Wahlkampf im Norddeutschen Bund beginnt, wünsche euch viel Spaß. Nebenbei versuchen wir natürlich noch Bayern und so zu beeinflussen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Bringen unsere Armee noch schon mal in Stellung in der... Ich habe nur eine ganz kleine Sache vergessen. Das habe ich vergessen. Ich glaube, Schweden wird uns unterstützen. Denke ich mal. Ich glaube nicht, dass sie uns verraten werden. Unsere Einnahmen steigen auf alle Fälle gut weiter. Bin ein bisschen höher. Verwaltung setzt mal ein bisschen runter. Jetzt für den Krieg. Wenn sie weniger Geld, wenn sie zu schwer... Ja, also sag mal, es wäre wahrscheinlich generell besser, wenn die Steuern dann langfristig ein bisschen verringern. Wir sind über dem Ding, oder was? Warum ist es jetzt rot? Wir können nur 150 unsere Ausgaben zahlen. Hä? Das ist ein Blödsinn. Erstmal unser Militär verbessern. So. Unsere Truppen... bessere Organisation haben, das ist wichtig. Die zwei Armeen könnte man sogar noch zusammenlegen. Brauchen wir unsere Truppen nicht mobilisieren. Denke mal, das wäre eher was für einen defensiven Krieg. Das hat man schon mal, das mit dem Handels, das ist wieder das gleiche. Da geht es wieder um genau die gleichen Themen. So, würde ich sagen, Krieg erklären. Region erobern. Wir rufen unsere Bündnispartner um Hilfe. Schweden unterstützt uns. Na gut, was ich tue so, als ob ich so viele Verbündete hätte, ne? Ja, meine ich gar keine Verbündete. So, wirklich. So, was war das denn jetzt? Sehr weird. Da können wir... Ja, wir können die Österreicher... Ich weiß nicht, was die aktuell so treiben, die Österreicher. Die wirken mir leicht zerfleddert. Ich hoffe, dass die schwedische Flotte stark genug ist, die dänische zu besiegen. Auf alle Fälle mal meine erste Hoffnung. Einwanderungsdebatte. Der aktuelle Einwanderungszustrom hat für den Bedarf zusätzlicher Arbeitsplätze besorgt. Die Unterstützer von Immigrantenrechten verlangen, dass frisch eingebürgerten Bürger dieselbe Rechte hier vor Ort geborenen Bürgern zugestanden werden müssen. Wir werden eine Lösung finden. Okay, die Schlacht gewinnen wir auf alle Fälle. Müssen halt mehr bauen, ne? Eisenbahnen werden ja gebaut. Ein paar andere Sachen bauen sie auch. Und Schweden ist auch schon gelandet. Gebietsexpansion, meine Freunde. Die Wahlrechte im Norddeutschen Bund basieren direkt auf dem Besitz von Geld und Gütern. Das fundamentale Prinzip ist, dass nur Menschen, die zum Allgemeinwohl beitragen, das Recht zur Mitsprache bei der Verwaltung öffentlicher Güter haben. Eine interessante Konsequenz dieses Systems ist in einer unserer Staaten aufgetreten, wo mehrere lokale Händler und Kaufleute aus der Mittelklasse nun genug verdienen, um in den Genuss von Repräsentation zu kommen. Eine Anpassung der Regeln würde als Versuch angesehen, gewisse soziale Klassen außen vor zu halten und nicht die Zustimmung der reichen Klasse finden. Also so oder so passen wir die Regeln an. So oder so kriegen wir Scheiße. Nö, Frankreich kriegt keinen Militärzugang. Soweit kommt's noch. Meine Kommandeure sterben auch die ganze Zeit. Das ist relativ lustig eigentlich. Ich meine, ich habe ja eh relativ viele Kommandeure aktuell. Mal kurz gucken. Ich meine, hier herrscht schon überall einer. Ach, da habe ich keinen, oder was? Die eine... Ich habe eine Armee ohne General. Das ist genau die Armee, die aktuell kämpft. Toll. Rechtschaffener Religionseinfahrt. Debatte über Religionspolitik im Norddeutschen Bund. Religion ist Privatangelegenheit, oder wir werden euch helfen.
Einige der Gläubigen im Norddeutschen Bund sind der Meinung, dass ihnen der Staat seit der letzten Weltwahl, meinten die wahrscheinlich, nicht genügend Anerkennung für die harte Arbeit gezollt hat. Sie behaupten, die lokale Gemeinschaft jahrelang auf viele Arten unterstützt zu haben. Versorgung der Kranken, Erziehung der Waisen und Hilfe für Bedürftige. Sie sind der Ansicht, dass sie sich eine Art Unterstützung ihrer Arbeit verdient haben. Interessant. Interessant. Konservative Partei hat brutal gewonnen. Am 3. Januar 1848 verkündet Großbritannien, dass sie sich mit Johor im Kriegsstand befinden. Persien ist auch im Krieg. Wir sind übrigens auch im Krieg, aber es gibt keinen Zeitungsartikel dafür. Das ist scheinbar zu uninteressant. So, wir kommen jetzt hier nicht rüber. Wir müssen quasi darauf hoffen, dass die Schweden die Gebiete besetzen. Das ist übrigens Irland und wir wollen ja Irland haben und die Gebiete haben wir auch alle dann. Die Inseln, keine Ahnung, ob Schweden sich die überhaupt holen kann oder nicht, aber die besetzen jetzt hier auch das Ganze schon. Oh. Oh, die Briten? Ach, die sind auch mit uns im Krieg. Ach, das ist ja interesting. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Die Briten haben scheinbar den Konflikt eingegriffen. Wo steht denn sowas, wenn es passiert? Wir gewinnen alles und die Briten sind... Weiß nicht. Da haben sie wieder Scheiße gebaut. Aber hier kann man die Meinung steigern. Was ist mit Württemberg? Die haben mich geblockt. Also Fakt ist, Schweden müsste eigentlich jetzt nur noch Kopenhagen erobern. Dann hätten wir das Ganze zumindest erfolgreich beendet, aber... Ja, doch, machen sie schon. Okay. Die Frage ist, kommen die Briten jetzt auch zu uns noch oder eher nicht? Können wir da irgendwas machen? Frieden vorschlagen? Irland erobern. Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Obwohl wir eigentlich schon... Na, guck mal, wenn wir Kopenhagen haben, jetzt hat... Dänemark. Frieden können wir den gar nicht anbieten. Weil Großbritannien der Anführer ist. Wir haben 7 Punkte. Gut, dann schauen wir mal. Das Ding ist, wir können mit unserer Flotte nichts machen. Aber die schwedische Flotte... Die schwedische Flotte ist ganz effizient eigentlich aktuell. So eine konservative Partei. Ich würde aber eigentlich lieber gerne zu... Zum Beispiel einer nationalen... Ah, warte mal. Ach, es gibt gar keine Bestätigung dafür. Das passiert einfach. Okay, gut. Gut zu wissen. Ah, da ist jetzt auch... da treten automatisch die Generäle bei. Ah. Haben die Schweden echt so eine starke Flotte? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind die Briten deutlich stärker mit ihrer Flotte. Eigentlich müsste doch der Warscore steigen jetzt. Plus 1,12% täglich. Das heißt... Ne, irgendwie sinkt das sogar wieder. Hä? Blockaden des Verteidigers. Soll ich jetzt verarschen? Also wir haben... Jetzt steigt es wieder. Ach, Wertung über Zeitbonus plus 2%. Täglich plus 0,021%. Jetzt hat, okay. Habe ich falsch gelesen. Das heißt, alle 100 Tage 2%, das ist schon sehr wenig eigentlich, aber gut. Müssen wir scheinbar durch. Können wir unsere Ausgaben wieder ein bisschen senken. Dass nicht davon ausgeht, dass die Briten direkt hier um die Ecke kommen. Verbessern wir mal unsere Truppen.
USA und Mexiko und Brasilien und Frankreich verprügeln sich übrigens aktuell auch noch. Auch interessant. USA, oh, das sieht aber nicht so gut aus für die Amis aktuell. Militär 13, Militär 105. Okay. Dass die da überhaupt das Ganze verlieren könnten, ist eigentlich an sich schon ein Witz. Aber gut. Lassen wir es einfach mal so stehen. Britische Schiffe, 4812. Also die Österreicher sind hier sehr, sehr aggressiv dabei. Und das Ding ist, wir verlieren durch Besatzung des Verteidigers. Was? Oh, die Briten sind in... Oh, shit. Das ist natürlich nicht so gut. Können wir da hoch? Müssten uns Militärzugang in Russland besorgen. Werden nicht akzeptieren. Das ist nicht so gut. Ein Fischer an der Küste von Lübeck brachte heute einen enormen Fang heim. Ja, wuhu, mal wieder. Bündnis werden sie wahrscheinlich auch nicht akzeptieren. Ne, überhaupt nicht. Beziehung plus 37 ist ja an sich, ich glaube besser, geht noch besser, aber es ist halt natürlich blöd. Ich kann den Schweden jetzt nicht helfen und die schwedische Armee ist da getrappt. Na toll. Das ist jetzt scheiße. Ah gut, ich kenne mich, wie gesagt, es wird wahrscheinlich irgendwie so sein, dass in solchen Situationen dann eine andere Großmacht eingreift. Sind die eigentlich in unserer Interessensphäre? Ne, verbündet mit Frankreich. Die waren auch mal mit uns verbündet, aber das Bündnis ist mal wieder gebrochen worden. Tja, und solange wir keinen Militärzugang in Russland bekommen... Mal hoffen, dass es jetzt funktioniert. Na, Gott sei Dank. Das heißt, wir können jetzt unsere Truppen durchbewegen und den Schweden helfen gehen. Was wir natürlich auch sofort machen werden. Wir müssen jetzt nur gucken, weil die britischen Truppen relativ aggro aufgestellt sind. Die sind sehr gut. Da müssen wir vielleicht unsere Ausgaben, unseren Etat noch mal ein bisschen erhöhen. Auch aufs Risiko hin, dass wir uns verschulden, aber müssen wir jetzt halt durch. Kann es sein, dass meine Truppen gestorben sind, als die oben durch Dänemark marschiert sind, durch Russland marschiert sind? Ja, ne? Oder täuscht es jetzt gerade? Ne, ich habe hier Originaltruppen verloren. Aha. Und Schweden ist aus dem Krieg raus. Und jetzt belagert... Oh, fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte mich nicht wegbewegen dürfen. Weil jetzt haben wir auch einen viel höheren Warscore. Ach, da sind die Briten dann gespawnt. Diese Hunde. Überlege, die Mobilisierung auszurufen. Auf der anderen Seite überlege ich es auch noch sein zu lassen. Not sure. Fakt ist, wir müssen natürlich die Briten jetzt hier besiegen. Mit diesen relativ... Ja, wir brauchen... Nee. Es wird kein Weg dran vorbei, außer der Mobilisierung, denke ich mal. Wir müssen mobilisieren. Ansonsten können wir das jetzt hier alles verlieren, was wir uns hier aufgebaut haben. Die britische Armee mit ihrer kompletten Macht ist hier eingetroffen. Also mal oben sind noch 35.000 Mann. Aber mal gucken jetzt. Wir sammeln uns jetzt hier erstmal. Mit unseren Truppen. Und auch hier wieder die Schornsteinfeger. Hey, das habe ich doch schon gemacht. Ja, das hat man doch schon mit diesen... Komisch. Moltkes Reform. Im Jahr 1857 wurde Helmut von Moltke zum Chef des preußischen Generalstabs ernannt, den er schon kurz darauf reformierte. Zu seinen Ideen gehörte auch eine Abteilung für historische Studien, extensive Truppenmanöver und eine Spezialabteilung zum Katalogisieren und Studium der Telegrafen- und Eisenbahnnetzwerke Preußens und wie sie im Kriegsfall am effizientesten genutzt werden könnten. Aufgrund dieser Anstrengungen galt der preußische Generalstab zur Zeit des Französisch-Preußischen Krieges als der effizienteste in ganz Europa, dessen Methoden man im Ausland schon bald einhergehend studierte und nachahmte. Das
bringt mir das? Prestige, Nachschubverbrauch, Organisation, Regeneration, Heeresorganisation, Anfangserfahrung. Das klingt ja alles sehr gut. Das klingt doch alles erstmal sehr gut. So, meine Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe gerade sehr schlechte Laune, weil ihr meine Gebiete hier belagert. Oh. Okay, die haben auch sehr schlechte Laune. Deswegen greifen sie uns auch direkt an. Aber wir können genauso viele Truppen reinschmeißen wie ihr. So ist es nicht. Und dann, ich will es nicht wissen. Was? 13.000 Mann haben wir verloren. Ich glaube, die Anfangsverluste waren leider relativ hoch bei uns. Denk mal, das wird das Problem gewesen sein. So, Runde 2. Hoffen wir mal, das gewinnen wir etwas schneller. Jawohl. Sehr gute Verluste zugefügt. Müssen wir unten im Süden unterstützen, die Schlacht. Hallo? Okay. Auch sehr gute Ergebnisse tatsächlich. Also wir machen die Briten hier gerade richtig kalt eigentlich. Jawohl. Now we talk business. Und so, die britische Armee noch so, jetzt sind unsere ganzen mobilisierten Truppen auch eingetroffen. Hier unsere, oh, sogar schwere Infanterie. Gute Jungs, die wir da bekommen haben zum Teil mit. So, ihr habt euch da oben hin zurückgezogen. Kein Problem. Die löschen wir jetzt eh alle aus. Oder die löschen uns da aus, je nachdem. Mann da hoch. Ich schicke mal da runter. Sehr kostspieliger Krieg auf alle Fälle. Die haben wir ausgelöscht. Sehr gut. Ne, nicht ganz. Wo sind die denn jetzt gegangen? Da oben hin? Also jedenfalls bin ich mir relativ sicher, dass die Briten angeblich immer noch auf Platz 3 militärisch, aber was sie den Verlusten zufügen, ohne Witz. Wie wollen denn die das hier noch die ganze Zeit ausgleichen können? Geht doch gar nicht. Komm ich noch oben mit hin? Da waren Verluste bei uns auch mal etwas höher. ...26%. Wir würden es immer noch nicht annehmen. 28. Wir brauchen noch 2 Punkte mehr. Ich denke, wenn wir nochmal die Gebiete zurückerobert haben, plus dieses britische Stück Dreck los sind, sollte das wahrscheinlich klappen. Sagen denn die Zeitungen, Krieg zwischen Osmanisches Reich und Ägypten schon wieder? Die haben sich doch auch voll lieb, oder? Ja, und ist schon wieder vorbei. Immer so ganz kurze Kriege, so die brauchen wir nur ein paar Sekunden. Immer noch nicht. Gut, gut. Jagt die halt so lange, bis sie alle tot sind, ist mir auch wurscht. Der Krieg ist eh teuer genug. Meine Güte. Wohin latschen die denn auch die ganze Zeit? Ah, da kommen weitere britische Truppen. Da kommen noch mehr britische Truppen. Also kannst sagen, was du willst. Die Briten gehen hart auf den Sack. Dass man seine Truppen alle so bereitwillig und gerne opfert, das ist mir auch neu. Die helfen sich nicht mal. Schau mal, die bleiben einfach da und dann verrecken sie. Oh, da kommen mal mehr britische Truppen. Hey. Ich meine, das können wir auch. Wir können auch mehr Truppen reinschicken. So, sind wir deutlich überlegen. Und da die Zahl rot ist, denke ich mal, dass das für die nicht sehr gut ausgeht gerade. Na, ja, für beide Seiten sehr teuer. Das geht... Ja, 16.000 zu 32.000. Oh, das sieht nicht gut aus. Nein, das war ein Fehler. Da haben wir zu hohe Verluste litten. Was ist denn da passiert? Was war denn da passiert? Das war jetzt nicht so cool. Wir mobilisieren immer noch tonnenweise Einheiten. Ich finde es auch schön, dass sie die Gebiete nicht zurückerobert haben. Oh, wir haben jetzt 32%. Wieso nehmen die denn das nicht an? Nehmt das doch mal an.
Schickt es denen jetzt einfach mal hin, vielleicht nehmen sie es ja trotzdem an. Ah, doch, die haben es angenommen. Dann können wir eigentlich direkt die Mobilisierung beenden. Und damit haben wir die Gebiete neu eingenommen. Inklusive Landwirtschaft. Wenn mal gut ist, dass die Leute genug zu essen haben. Ja. Jetzt hat natürlich das runter. Werte ein bisschen reduzieren. Verwaltung kann man ein bisschen erhöhen. Die Steuern ein bisschen senken. Okay, schau mal. Oberhausdebatte über Botanik. Und trotzdem, obwohl sich einige Menschen unserer Bürgerschaft nicht mal eine minimale Kleidung und Ernährung leisten können, gibt unsere Regierung Millionen für Expeditionen in gottverlassene Gebiete zur Suche nach bunten Blumen aus. Okay, wenn ihr meint. Wenn es euch glücklich macht. So, wir müssten halt rein theoretisch ja trotzdem nochmal, wir haben jetzt hohe Verluste erlitten mal wieder, wir müssen auf alle Fälle ein paar Truppen bauen. Gibt's denn da so Infanterie? Jeden Tag 3.2 Unterhalt. Ein paar Truppen brauchst halt schon, ne? Wenn du in der Militärmacht sein willst, musst du auch was dafür tun. Aber wir haben den Briten eigentlich gut den Arsch versohlt. Finde ich gut. Unser Gebiet ein bisschen nach Norden erweitert. Sind die noch mit mir verbündet, die Schweden eigentlich? Ja. Haben wir sonst noch Verbündete? Zu viele Großmachtbündnispartner. Die sind mit Spanien dicke. Die anderen sind mit... Ach, Dänemark war in der Einflusssphäre von Großbritannien. Ah, das war das Problem. Und deswegen ging das leider auch in die Hose. Da müsste man natürlich rein theoretisch einen Vereinigungskrieg führen um Bayern. Indem man dann Österreich mal die Fresse poliert irgendwann langfristig. So, da ist die Frage. Handel. Steuereffizienz plus 5%. Ein bisschen was in die Richtung investieren müssen wir ja auch noch. Finanziell, ja, wir haben ein hohes Hin und Her aktuell. Wir bauen, wir forschen. Trotz allem, das nächste Ziel wird wahrscheinlich Österreich sein oder der Konflikt gegen die Baguettes. Ich weiß es nicht. Und unsere Armee müssen wir natürlich auch noch aufbauen. Es wird spannend, meine Freunde. Es ist das erste Mal, deswegen seid gnädig. Ich bin wirklich für alle Tipps und Tricks dankbar, die ihr mir da noch so droppt. Und wir werden natürlich ein bisschen weiter, vielleicht auch noch ein paar Artillerie-Gangs. 42-fache Artillerie Europa? Hä? Okay, was auch immer das sein soll. Mal zwei Artillerie. Ein Pionier. Zwei Dragoner. Ansonsten Infanterie. Die wir zu einer neuen Armee zusammensetzen. Wir haben ja auch echt viele Truppen verloren im letzten Konflikt. Das muss ja auch dazu sagen. Gut, aber trotzdem, ich bin raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal rein. Ciao.